Fertig. Was? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, vor allen Dingen würde ich gerne mal wissen, was das hier alles ist. Was ist das? Was soll das hier? Ein... Sieht aus wie so ein Roboter. Ein... Ist das ein Wal? Oder ein Stück vom Wal? Was ist das? Keine Ahnung. Man sieht nichts. Irgendwelche Stühle verschmolzen ineinander. Was ist das? Eine Kaffeemühle? Keine Ahnung. Aha. Nix. Koffer. Teekessel. Teekanne. Komme ich nicht rein? Okay. Okay, also das sind hier solche Experimente, die sie hier durchgeführt haben. Also die haben ja irgendwas wohin verschicken wollen. Wahrscheinlich irgendwie... Keine Ahnung, Teleportation oder so irgendwas. So interpretiere ich das jetzt mal aus den Zetteln. Und dann ist hier sowas dabei rausgekommen. Mit größeren Objekten. Sieht nicht so gesund aus. Ah, jetzt weiß ich, so leuchtet das auffällig. Alles klar. Ah, eine brillante Maschine, 3 von 3. Die Maschine wurde schnell runtergefahren, aber als wir dann in die Kammer schauten, war in der Mitte der Kammer die Ratte. Aber ihr Körper war verformt und das Hautgewebe neu angeordnet. Die Knochenstruktur schien unregelmäßig. Man konnte sie nicht mehr als Ratte identifizieren. Ich weiß, wie brillant diese Maschine ist, aber langsam beginnt sie ihre dunkle Seite zu zeigen. Okay, also hat hier wirklich mit den Experimenten zu tun. Nimmt er den Zettel nicht mit? Welchen? Den von jetzt gerade eben? Doch, doch, bestimmt. Oder habe ich wieder was übersehen? Auf dem Boden vielleicht, ne? So. Klemmbrett? Okay. Klemmbrett rumschmeißen, geht nix. Also ich kann hier auch nichts machen. Durch die Tür komme ich nicht. Ich muss hier durch. Ich muss hier vor, vielmehr. Oha. Und ich glaube, jetzt kommen wir in... Jetzt kommen wir in den Bereich... der von der Geschichte der DDR abweicht. Warum geht hier alles schief? Tja, wenn ich das nur wüsste, keine Ahnung, ich könnte mich hier nicht aus. Also ich weiß nicht, wenn es zu laut ist, bitte Bescheid sagen, dann drehe ich die Ingame-Lautstärke etwas runter. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, das ist doch etwas laut. Sorry, wenn ich hier gerade nochmal rausreiße aus dem Spiel. Master-Lautstärke. Ich glaube, die machen wir mal ein bisschen geringer. Ich denke, so ist okay, oder? Dann hört man mich noch. So, hier kann ich nicht durch. Ich muss den Knopf hier drücken. Rufknopflift. Alter, was ist das hier? Das Projekt Atlas. Oh, ja, da fällt auch Sach. Da fällt auch was. Oh, ich glaube, unser Lift war mal. Ja, die Maschine, genau. Das dürfte die Maschine sein, Ratti. Da hast du recht. Komisch, jetzt geht hier die Tür auf. Ein alternativer Weg. Die Schockwellen haben den Kran zerstört. Ich muss einen anderen Weg zum Sender finden. Alles klar. Ja, wie kann ich nur, ne? Ich und mein technisches Verständnis. Ich mache, wenn ich es nicht bedienen kann, dann mache ich es kaputt. Hä? Was ist das? Hä? Ein fliegendes Licht, eine fliegende Glühbirne. Oder sehe ich nicht, wo die fest... Die fliegt doch hier, die schwebt. Okay. Ja, ich glaube auch, dass das an die Wand gehört. Das sieht hier nicht so gesund aus. Nicht so richtig. So, okay. Also,
ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das der alternative Weg ist. Dass man hier so eine Treppe runterbaut und dann einfach hier so eine Brücke rüber macht. So eine behelfsmäßige. Aber okay. Ich hinterfrag das mal nicht weiter. So, was haben wir denn hier? UTEP. Keine Ahnung. Steht auf dem Kopf. Aha. Ich lass mich raten, hier komme ich auch nicht rein. Nee, kann ich nichts machen. Hm. Ja, hüpfen kann ich. Das geht. Zwar nicht so hoch, aber es geht. Willkommen in Abschnitt 2 der ESE-Anlage. Jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, einen Schutzhelm zu tragen. Bei Nichteinhalten dieser Schutzmaßnahme ist mit sofortiger Kündigung zu rechnen. Unbefugten ist der Zutritt untersagt. Naja, hier ist keiner. Wer will mir was? Hä? Okay. Da kann ich reingucken. Hä? Da war doch was. Was? Stand da gerade eben was? Ich kann da durchgucken. Kann ich da nicht rein? Nee, ich drücke E, ich drücke alles Mögliche. Ich drücke sogar Tab. Hä? Sind das hier? Ah, die Polaroids. Die Polaroids sind mit Sicherheit diese Gegenstände, wo ich einsammeln kann, mit denen ich dann irgendwas aktivieren kann. So wie vorhin mit der Schlüsselkarte. So, muss ich denn hier jetzt was machen? Ich glaube nicht, ich habe es ja wieder kaputt gemacht. Ah, hier war vorhin der Lift. Alles klar, verstehe. Zutritt verboten. Kann ich hier noch irgendwas? Und hier steht es wieder auf Englisch. Nur autorisierte FKE-Mitarbeiter dürfen passieren. Okay. Bin ich ein FKE-Mitarbeiter? Und was heißt FKE? Du hast es getan. Neuer Tagebucheintrag. Walter ist weg. Er hat es tatsächlich getan. Er ist in die Maschine gegangen und nur Gott weiß, wo er jetzt ist. Meine letzte Hoffnung ist es jetzt, ihm hinterherzugehen. Okay. Was, ein Idiot? So, Atlas Sender und Receiver. Version 4.0.5. Ready. Okay. Ja, bekloppte Idee, aber ich glaube, wir machen die bekloppte Idee gerade eben nach. Aha, hier wieder ein riesen Koffer. So richtig lederabspeckig, so wie damals. Gab's ja auch immer nur solche... Ich weiß nicht. Man kennt's, denke ich, aus den Filmen oder aus dem Fernsehen. Da waren ja immer solche alten Koffer, genau mit solchem Aussehen, so richtig, ja, ne? Mal richtig weiß, ja, der hat ja mit Sicherheit irgendwas dabei. So Geheimnisse und so Akten, keine Ahnung. Ein uralt Aktenkoffer halt. So, aber okay, ich mach hier mal das. Kannst du mich nicht zurücklassen? Ja, ich habe sowieso die Frage, mir stellt sich gerade die Frage, warum ist er abgehauen und warum gehen wir ihm hinterher? Hat er Angst gehabt vor den Konsequenzen? Jetzt nach der Grenzöffnung, was ihm geschieht wegen dem Projekt und ist dann halt abgehauen. Was? 5a Error, was? Nein! Uff. Okay. Ach nee, muss ich jetzt hier dieses Spielchen mitmachen? Okay. Okay, scheinbar haben wir alles richtig gemacht. Was passiert jetzt? Muss ich hochschauen oder soll ich hier... Ich glaube, ich muss hochgucken. Ich trinke mal nebenbei was. Kaffee. Ich glaube, ich bin blöd. Ich muss hier nochmal auf den Knopf drücken, oder? Ah, okay. Yeah.
Genau. Wir warten auf den Blitz und erschaffen dann Leben. Ich glaube, das war aber Frankenstein, oder? Was? Ich schwebe? Geh nicht ins Licht! Okay. Holy shit. Okay. Das Tagebuch beinhaltet deine Notizen, Aufnahmen und zeigt deine momentane, was? Position, Anzeige, keine Ahnung. Okay. Errungenschaft freigeschaltet, die Bibliothek. Ha, okay. Was? Ja, das sieht hier wirklich aus wie eine Bibliothek und... Alter, das sieht echt aus. Also das hat echt DDR-Feeling. Also was man so kennt von Fernsehen und so weiter. Also das sieht halt wirklich danach aus. Ich weiß auch nicht. So, was haben wir denn? Nicht identifizierbarer Text. Okay. Herzlich willkommen am Ende des Tutorials. Meinst du, dass das Tutorial war? Ich höre irgendwelche Stimmen, aber ich verstehe sie nicht. Jetzt muss ich mal gucken. Ist es von der Lautstärke okay? Ich hoffe ja. Jetzt ist halt die Frage, wo soll ich am ehesten hin? Du hörst keine Stimmen, wenn man ganz genau hinhört. Da leuchtet's, ja, da, ne? So, genauso unentzifferbares Zeug. Kann man irgendwelche Bücher nehmen? Hört man die Stimmen nicht? Ich höre doch da aber jemand reden. Aber ich finde das Setting momentan so krass. Irgendwas mit Two Fishermen, bla bla bla. Das ist jetzt wieder zu leise. Vorhin war es zu laut, jetzt ist es wieder zu leise. Warte mal. Wir machen mal das hoch. Und machen einfach mal... Nee, ich mach's lieber mit der Master-Lautstärke. Ich mach mal so. Was steht denn hier drauf? Okay, immer nur irgendwelche komischen Zeichen. Ah, aber jetzt hört man was, oder? Ah, und da ist eine Tür, da muss ich bestimmt durchgehen. Aber ich gucke mich hier nochmal weiter um. Nicht, dass ich wieder irgendeinen Zettel übersehe. Aber Ratti, ich habe ja dich dafür. Oh, eine Schreibmaschine. Ich... Nee, echt? Kann ich hier nur speichern? Schnell speichern und speichern nur an Schreibmaschinen? Okay. Und von hier bin ich gekommen, oder? Ja, hier war ich doch ganz am Anfang. Ja, ich laufe hier im Kreis. Es war aber auch jetzt nichts mehr hier. Ich laufe nochmal eine Ehrenrunde. Ich gucke hier nochmal runter. Nein? Aber hier sind nirgendwo irgendwelche Leute. Wir gehen durch die Tür.
Wo hat uns jetzt diese Maschine hingebracht? Aha, und hier schöne Betonoptik, ne? Hä? Okay. Ein Theater! Da ist jemand. Den ersten Mensch, den ich hier treffe. Seit ich das Spiel begonnen habe zu spielen. Aha. Der kann fliegen. Nein! Gehe nicht hinfort. Wie unhöflich. Nicht mal guten Tag, hat er gesagt. Nochmal. Ach, das ist jemand anderes. Okay. Also es ist nicht hier der Dr. Professor Walter. Interessant. Kein Publikum. Das ist doch sehenswert. Einfach wo die Leute wegschweben. Und kein Publikum. Banausen. So, kann ich hier jetzt... Ich kann hier... Ja, achso, ich dachte, hier wäre eine Tür. Ah, doch, ist ja auch eine. Okay. So, das war die Show. Okay. Na gut. Jetzt ist es voll ruhig. Ah, ins Licht. Wenn du den Schwierigkeitsmodus Hardcore gewählt hast, musst du nach Schreibmaschinen Ausschau halten, um manuell speichern zu können. Ah, deswegen gibt's die. Okay, wir spielen ja auf normal. Errungenschaft freigeschaltet, wo bin ich? Walter? Was? Ruckel, ruckel. Aha. Das dürfte die Maschine auf der anderen Seite sein. So, was ist das denn hier? Zur Präsentation. Und was war das jetzt mit der Bibliothek? Ist es sozusagen die Route zu jetzt dieser Welt? Ich weiß nicht, also... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich noch irgendwo in der DDR bin. Ich weiß es nicht. Zetteltisch, ja, ich guck gleich danach. Ich schau mich, wollte nur mal kurz umgucken hier. Aha, aha. So, was steht denn hier eigentlich? 10 Jahre Wundermaschine. 10 Jahre Wundermaschine? Sind wir in der Zukunft gelandet? Hier, Zetteltisch. Testprotokoll Nummer 32. Testdatum 4.06.79. Okay. Anscheinend nicht. Oder sind wir in die Vergangenheit gereist? Hä? Nee. Ich habe keine Ahnung momentan. Hä? Was war das? Ich bin nicht gesprungen. Aha. Mit dem Zeug kann ich nichts anfangen. Auf der Tafel steht auch nichts. Was steht hier? Zur Präsentation. Okay. Hatten wir schon. Super. Ich kann irgendwelche Tonnen aufheben. So, super. Ich bin hinter der Maschine. Also nichts passiert. Aha, was steht denn hier Schönes? Ist etwas zu verpixelt, da sieht man nicht viel. Irgendwelche Kontrolluhren anzeigen. So, 10 Jahre Wundermaschine. Ne, 10 Jahre Fortschritt steht hier.
sind wir doch noch irgendwo in Berlin, nur in einer anderen Gegend. 10 Jahre Rosendahl, Widerstand und Wunder. Aha. Mhm. Ah, da kann man was drehen. Geht bestimmt das Tor auf. Mhm. Liegt noch irgendwo was rum. Ich guck noch mal da hinten. Ich bin da immer skeptisch. Nee, da waren wir schon. Da ist nichts mehr. Alles klar. Ja, scheinbar war diese Präsentation auch schon vor einigen Jahren. Da ist alles schon zugewuchert von Pflanzen und allem. Also da war auch bestimmt schon lange keiner mehr. Aha, aha. Das waren doch die Gegenstände, die bei uns in der Teleportation mit drin waren, oder? Ich bin mir nicht sicher. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich halte mich hier schon wieder viel zu lange auf. So, wo sind wir jetzt? Walter! Walter, wo bist du denn? Ich höre Tiere. Hä? Habe ich das jetzt... Use Lamp. Okay, ein bisschen was haben sie nicht übersetzt. Bin ich da jetzt... Habe ich die jetzt aufgehoben oder habe ich... Die habe ich doch nicht dabei gehabt, oder? Und ich glaube... Ja, ist eine Batterieanzeige. Okay, wir müssen damit sparsam umgehen. Scheinbar kommen noch irgendwelche dunklen Passagen. Eine Ölkanne. Mhm. Aber so grafisch sieht es eigentlich ganz cool aus. So, ein Zettel. Das Telegramm. 15.01.79. Pavel aus der Kommunikationsabteilung hat mir heute dieses Telegramm übergeben. Der Junge war etwas durcheinander. Und in seiner Hand hielt er die Nachricht, um die sich alles dreht. Ich versuchte zu verstehen, was auf dem Papier zu erkennen war. Wer ist der Absender? Fragte ich. Aber der Junge wusste es nicht. Der Telegraph hatte es am Morgen einfach ausgespuckt. Okay. So. Ja, ein Ventilrad. So, was steht denn hier? Machine Invasion. Was? 22. Oktober 94. Okay, dann sind diese Zettel, die wir hier lesen, aus der Vergangenheit. Also wir sind doch wahrscheinlich irgendwo in der Zukunft, wenn wir hier von 1994 sprechen. Ja. Alle Sachen von 1994. So, ah, da vorne müssen wir das Ventilrad dranbringen. Okay, der steht dasselbe drauf wie vor wieder drin, im anderen Raum. Hallo? Ah. In welchem Jahr ich in die Maschine bin? Das war am 9. November 1989. Da, wo wir in... Ja, wo wir aufgewacht sind. Genau zu diesem Datum. Ja, das ist das, was ich auch gedacht habe. Wo sind diese 5 Jahre hin? Also scheinbar sind wir doch irgendwo in der Zukunft gelandet. Was ist das? Oder noch mehr, das kann auch sein.
Ja, die Zeitung, die sah auch etwas älter aus. Ja, das stimmt. Wie bitte? So, was ist das? Ah, eine Batterie, sehr schön. Das hier macht mir ein bisschen Sorgen. Utensil. Aha. So. Nutzen. So, dann speichern wir mal nochmal. So. Ich benutze jetzt einfach mal auf die Gefahr hin. Genau das hätte ich jetzt auch gefragt. Das sah nicht menschlich aus. Ich wollte jetzt gerade sagen, auf die Gefahr hin benutze jetzt trotzdem mal die Taschenlampe öfters, weil hier liegen doch relativ viele Batterien rum. Habe ich gerade festgestellt. Wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Okay, also ist es eine gute Idee, wenn ich hier mit der Taschenlampe reinleuchte und hier gerade irgendwas anderes, irgend so ein Ding vorbeigelaufen ist? So, was steht denn hier? Rosendahl. For the people of Hakavik. Hakavik? Sind wir noch in Deutschland? Ich kenne keinen Ort, der Hakavik heißt. So, was steht hier? Nix. Okay. Was? Lasst uns etwas kaputt machen. You found a sturdy was? Pickaxe? So, was steht denn hier? Rosendahlgabe, Kaspar. Aha. Bohnen. Okay. Ich weiß schon, was ich kaputt machen muss. Ich wollte es nur mal ausprobieren. Lass mich raten. Ich muss das hier kaputt hauen. Hallo? Weg. So. Kann mich auch ducken. Ach so, hier ist noch eins. Ja. Okay. Also da ist derjenige vorgerannt, wenn es überhaupt eine Person war. Ich weiß es nicht. Und was sind das hier für Dinger da drin? Diese runden Kessel oder was? Mit Löchern drin. Keine Ahnung, was das sein soll. Ja, also so ganz hilflos fühle ich mich jetzt gerade nicht mehr mit der Axt wenigstens das. Das ist schon mal eine kleine Erleichterung. Spiel gespeichert, okay. Okay, da vorne stehen zwei von irgendwelchen. Was ist denn das? Sollen das Roboter sein? Ich glaube, wir werden es noch rausfinden. Ist immer meine erste Frage in einem Spiel. Kann ich hier sterben? Okay, da wir ja jetzt eine Waffe eigentlich haben, denke ich ja. Nur durch was ist die andere Frage? Also das sieht mir echt... Warte mal. Institutsaufzug. Der Aufzug in der großen Halle funktioniert nicht. Wenn ich irgendwie eine Stromzufuhr bekomme, erreiche ich vielleicht die Oberfläche. Okay, also das sieht mir echt nach Robotern aus. Hier ist wieder ein Zettel. 9.11.89. Aha. Der Mann aus einer anderen Welt. Am gestrigen Abend wurden die königlichen Wissenschaftler im Institut für angewandte Wissenschaft Hakavik sehr überrascht aus ihrer Arbeit gerissen. Während Arbeiten an einem noch nicht veröffentlichten Projekt am Institut erschütterte eine Explosion das gesamte Gebäude. Unmittelbare Nachbarn beschrieben den Vorfall. Feenvorfall? Hä? Ich glaube, es heißt den Vorfall. Als erdbebenähnliche Erschütterung, die etwa 20 Minuten lang andauerte. Als sich der Rauch legte, stand ein elegant gekleideter fremder Mann vor den Wissenschaftlern. Die Polizei nach dem mysteriösen Mann fest
nahm den mysteriösen Mann fest und befragt ihn derzeit im Präsidium. Okay, ich lese nicht nur Zeug, wo vielleicht nicht da steht, das steht tatsächlich so da. Übersetzung ein bisschen lückenhaft oder etwas falsch geschrieben. So, will ich zu diesen Robotern hingehen? Machen die mir was? Oh, ich gehe. Ich gehe. Wer? Ach, da oben. Who are you? Hey, wait, come back. Ich dachte gerade eben, die Dinger schießen auf mich. Ach, der hat mir geholfen. Okay, okay, definitiv irgendwelche mechanischen, ja, Personen kann man ja nicht sagen. Roboter, wir nennen sie Roboter. Ich glaube, das kommt dem am nächsten. Kann ich die irgendwie auseinandernehmen? Nee. Also ich kriege auch keine Teile oder irgendwas raus. Gar nichts. Da liegt noch eine Batterie rum. Ach, Gewehrmunition. Ach, okay. Wir kriegen definitiv noch Waffen. Okay, ich soll... Wo soll ich hin, hat er gesagt. Ah, okay. Hier kann man auch durch. Ja, ich glaube auch, dass wir dann sterben können, wenn wir Munition finden. Für irgendwas wird die ja wohl gut sein. Für uns fehlt nur noch das passende Gewehr. Also wir finden scheinbar genug Batterien. Ich brauche hier nicht unbedingt sparsam mit umgehen. Also bis jetzt zumindest mal. Schreibmaschine, ist ja schön. Ja. Hä? Zutat platzieren? Erst weitere Zutaten hinzufügen. Propan, okay, was? Apatit und Schwefelsäure. Aha. H3O4P. Eigentlich heißt es H3PO4. Das ist Phosphorsäure, das stimmt schon. Cut zur Rostentfernung. Ich weiß nicht, ob das im Chemischen teilweise auch egal ist, wie man schreibt. Hauptsache die Formel stimmt. Aber ich kenne es unter H3PO4. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Was ist das denn? Was? Orthoborsäure. H3BO3. Item aufgenommen. Deuteriumoxid. Deuteriumoxid ist doch schweres Wasser, oder? Also ich bin der Meinung, es ist schweres Wasser. Unter dem gängigen Namen. Apatit. Okay, jetzt müssen wir uns irgendwas zusammenbrauen und wahrscheinlich müssen wir das dann auf diesem Handrad anwenden, dass es, dass der Rost gelöst wird. Okay, Apatit und Schwefelsäure. Na dann, Zutat platzieren. Na? Apatit. Und hier machen wir die Schwefelsäure rein. Ah, Heavy Water, tatsächlich. Ich war doch richtig. Schweres Wasser. Okay, Ammonium. Hä? Ammonium? Moment. Jetzt muss ich gerade überlegen. H2O2, das ist Wasserstoffperoxid. Muss ich mir jetzt das irgendwie zusammen... Moment. Ich probiere mal was. Ach, ich probiere einfach mal rum. Ich glaube, das war verkehrt.
Ja, ich glaube, das war verkehrt. Apatit und Schwefelsäure. Da steht es ja auch gut, so Rostentfernung steht ja da. Aber, jetzt muss ich gerade mal gucken. Was habe ich verkehrt gemacht? H3BO3. Also ich habe hier Ammoniak einmal verbraucht und das hier. Muss ich das hier mit Otto Dingsbums vermischen, damit ich erstmal Säure rausbekomme? Ich probiere es aus. So, das war einmal das hier. War das das hier? Ich probiere einfach rum. Oder habe ich hier was übersehen? Ups. Ich sollte hier nicht so nah dran gehen. Ich glaube, ich habe hier irgendwas übersehen. Ich finde es krass, dass es hier einfach das gibt aus dem Automaten, ne? Ja, bin ich jetzt doof? Irgendwas fehlt mir doch. Ich guck mich mal im anderen Raum noch um. Vielleicht gibt es hier noch woanders. Gibt es hier noch woanders irgendwelche Chemikalien? Einfach mal gucken. Ach, da vorne. Das sieht aus, als wären es auch Automaten. Also wir sind hier scheinbar im Labor irgendwo. Kommt dem ja schon nahe. Ah, hier Schwefelsäure. Das stimmt aber nicht. Schwefelsäure ist H2SO4. Sorry, ich muss hier gerade ein bisschen klug scheißen. Ja, wir haben einen Lebensbalken. Das heißt, wir können sterben. So, was haben wir denn hier? In the place with the books where green and white meet. Okay, auf Englisch. Batterie aufgenommen. Was ist das? Eine Heilflasche. Mit Q können wir uns heilen. Oh mein Gott. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in Kämpfe verwickelt, wo wir mal eine Heilflasche nehmen müssen. Okay. Aber ich weiß, ich halte mich hier schon wieder viel zu lange auf. Es ist schrecklich mit mir. So. Hä? Komisch. So. Das. Jetzt müsste aber stimmen. Zack. Sehr schön. Und wir haben Rust Remover. Okay. Ich weiß nicht, ob es uns irgendwas bringt. Ich nehme mir mal nochmal so ein Ding mit. Ob wir uns später nochmal irgendwas machen müssen. Am Regal steht es in deutschem Inventar nicht mehr. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Oh, können wir hier noch mehr machen? Ah, nee, ich kann hier nichts mehr verwenden. Okay.